Und herzlich willkommen. Wir machen die Herausforderungen jetzt in Naxxramas Seuchenviertel. Und als erster wartet hier Loatep gegen Rexar. Ich bin sehr gespannt, was er uns für einen Deck hat. Ich hoffe absolut, dass es irgendwie kein Hundedeck oder sowas ist. Dass wir nur Kleinkrusch bekommen. Und lass die Jagd beginnen. Das ist natürlich ein Start, wo ich sehr gespannt bin, was wir auf um Himmels Willen da damit bekommen. Naja, ach, wir probieren es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie wir mit so einem Deck natürlich jetzt hier arbeiten sollen. Und bekommen als ersten Gegner einen Ghoul. Okay. Damit können wir auf jeden Fall mal arbeiten. Spaß. Möchte natürlich hier mal. Okay, wir bekommen. Oh, was für ein Kuhsteck ist das? Okay, ich bin absolut gespannt, wie wir dann mit arbeiten sollen. Ich nehme ihn auf jeden Fall mal mit dazu. Ich nehme ihn auch mit rein. Schauen wir mal, was wir hier noch bekommen. Ah, einen Spötter. Dann nehmen wir den zweiten auf. Ach, nicht so. Aber König Knosch ist natürlich gut. Okay. Und jetzt können wir wenigstens langsam ein bisschen arbeiten. Der ist blöd. Damit kann ich nicht arbeiten. Das würde ich sagen. Das Ende naht. Okay. Gut. Runde 5. Ich werde mir die Sporen natürlich holen, damit er mir hier das nicht reinhaut. Hier haben wir 3 oder ich nehme einen Tiger. Der hat natürlich Verstohlenheit. So zum Spielen. So. Können wir in der nächsten oder auch nicht. Na, noch eine Bestie hier rein. Und er geht natürlich voll in unser Gesicht. Gut. Ich muss ihn wegnehmen. Deswegen würde ich sagen, ich spiele eine, damit wir in der nächsten Runde hier den hier rausnehmen können. Dann nehmen wir ihn weg. Er wird jetzt natürlich auf 4 hochgesetzt. Spielen noch ihn rein. Und hauen einfach mal alles noch richtig mit Spinnen zu. So, eine 4er Waffe. Und er geht uns voll ins Gesicht. Gut. Noch ein Netzwerk. Ich nehme ihn raus. Damit werden alle hier hochgesetzt. Und ich hätte ihn vorher spielen sollen. Schrott. Ich setze ihn einmal rein. Der Drehdreher, deswegen mag ich eigentlich die Karte an sich schon nicht. Aber wir haben jetzt mal alles raus. Gegner zieht eine Karte. Passt. Okay, damit können wir arbeiten. Und den ersetzen wir auch entsprechend. Weg damit. Dann haben wir uns hier noch ein bisschen voll. Schweine nehmen wir noch mit rein. Dann hier rein. Und okay. Er haut wieder alles raus, was irgendwie geht. Und ersetzt das Ganze. Okay. Hab ich einen mit direktem Ansturm? Der kommt eher schon in der nächsten Runde. Nein.
Okay, können wir gar nicht nutzen. Dann schauen wir erstmal, welche Karte er uns gibt. Na? So viel zum Thema, wir bekommen einen Piraten. Na klar, das hat mich auf Piraten gefreut. Dann lassen wir mal noch drin. Spielen noch mal einmal extra. Dann gehen hier einen Angriff. Okay, langsam wird es ein bisschen eklig für uns. Wir müssen ihm unbedingt einiges weghauen. Anders geht's nicht. Hier haben wir zwei, hier haben wir eins. Kroki geht auf jeden Fall mal auf ihn los. So, dann setzen wir unsere Hand noch rein. Mit ihm ersetzen wir ihn. Da haben wir einen mit Verstohlenheit, das ist schön. Wir haben 2 Schaden extra. Und hier starten wir uns entsprechend. So, wie soll die nächste Runde eigentlich? Oh. Dann sollte es nächste Runde eigentlich recht eklig werden. Oh, kann ich ihn noch spielen? Ja. Wir buffen uns hoch. Und geben ihm schöne Schaden rein. Jetzt wird's aber echt knapp. Okay, wir müssen die Runde beenden. Aber es langt. Es langt? Ja, es langt. Okay, es langt perfekt. Wir können wieder einmal den Schaden. Einmal den Schaden. Und hier noch den großen Schaden. Und damit ist auch diese Runde für Loatep besiegt. Ich habe echt nicht gedacht, es war wirklich knapp, aber ihr seht, also man kann auch in der Herausforderung gegen Loatep eigentlich gewinnen. Ging sogar irgendwie gefühlsmäßig leichter als mit dem normalen Deck. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Kriegen wir noch was? Ja, wir bekommen die Netzwerber. Eine witzige Karte. Damit kann man sicherlich was machen. Vor allem, es wird sich wahrscheinlich in vielen Jägerdecks demnächst dann finden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und gleich geht es dann weiter mit dem nächsten in der Reihe. Und das ist... Ach, der gute Not. Das war hinfasch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat und ansonsten sehen wir uns gleich. Bis dann!